Ja, es geht darum, die Differentialgleichung y' gleich 0,05y zu lösen, wobei wir dabei ein Anfangswertproblem haben. Das Anfangswertproblem soll sein y von 0 gleich 1. Wie löst man eine Differentialgleichung dieser Art? Ja, bitte. Ich würde zuerst für y gleich t mal e hoch kx. Ja, also normalerweise macht man, egal, e hoch Lambda x setzen wir an, das ist der Ansatz. Man macht das mit einem Lambda und was mache ich dann da damit? Ja, bitte. Dann leiten wir das ab. Und was kommt denn raus, wenn ich das abgeleitet habe? Ja, bitte. Lambda c mal e hoch Lambda x. So, was mache ich mit diesem Ansatz? Wie gesagt, das mit dem C ist nicht gewöhnlich. Normalerweise lässt man das C weg und schreibt ihn dann in der allgemeinen Lösung hin. Ich lasse das jetzt mal weg. Wohl wissend, dass es nicht falsch ist, wenn ich es so mache. Nächster Schritt, ja bitte. Nehmen wir die Bedingung y von 0 gleich 1. Nein. Ja bitte. Setzen jetzt für das y noch ein. So ist es. Erst einsetzen, dann der hier. Okay. Wenn Sie den... Der kommt mal später, also ganz falsch ist es nicht. Sie können das zu dem Zeitpunkt machen, Sie kommen nur nicht weiter. Erklären Sie bitte weiter. Das heißt, wir haben Lambda mal e hoch Lambda x. Nein. Ist gleich 0,05 mal Lambda, mal e hoch Lambda x. Ja, bitte. Das kann man nach Lambda auflösen, indem man durch e hoch Lambda x teilt. Warum darf ich durch e hoch Lambda x dividieren? Ja, bitte. Ja, das sollten Sie vielleicht sogar dazu schreiben. Einfach, dass man sieht, dass Sie, also abiturtechnisch, dass man sieht, dass Sie dran gedacht haben. Für mich wäre das ganz nett. So, jetzt habe ich durch das geteilt. Was kommt denn dann raus? Ja, bitte. Und das heißt, unsere allgemeine Lösung der Differentialgleichung heißt jetzt, da kommt jetzt das C wieder dazu, weil wir uns überlegt haben, dass Differentialgleichungen in dieser Form, wenn die von einer Funktion gelöst werden, dann auch von jedem beliebigen Vielfachen dieser Funktion. Also nehmen Sie beliebiges Vielfaches her, e hoch 0,05x. Das ist jetzt Ihre. Und jetzt kommt das hier dazu, dieses Ding, das bekommt einen Namen. Das heißt in der Physik Anfangswertproblem. Nur, dass Sie das mal gehört haben. Anfangswertproblem. Problem. So, jetzt, ja bitte. Das Wertepaar setzen wir jetzt auch ein für y1 und für x gleich 0. Also y1, x gleich 0 eingesetzt. Und wie geht es dann weiter? Ja bitte. Wenn wir das dann weiterrechnen, kommt 1 ist gleich c mal 1 raus. Weil e hoch 0 1 ist. Also ist c gleich 1 und die gesuchte Funktion, die das hier erfüllt, ist dann y ist gleich e hoch 0,05x. Gibt es da Fragen dazu?